Was zur Hölle ist das denn? Oh. Was ist das denn? Wenn der gewollt war, holy shit, der Ball kommt durch Eigentor Mats Hummels. Frankreich führt. Oh Boyskis, das ist nicht gut. Aber den muss da irgendwie, den muss da rauskriegen, dann muss da nicht so in den Winkel schweißen. Also der Ball war erstmal top nach hinten verlagert, wenn er so gewollt war, was er glaube ich war. Das war ein geisteskranker Ball von Top. Holy shit, das war ein Top-Ball nach hinten. Ah, und dann bringt Hernandez rein und Hummels, ja, will einen Tripper jagen, schafft's nicht und haut sich das Ding selber rein. Den hätte Kilian nicht besser machen können. Vor allem, der hüpft auch böse auf da hinten, ne? Den muss man erstmal gescheit nehmen. Ich meine, man muss den Abschuss schon gut heißen, also war ein guter Schuss. muss man erstmal so machen, das Ding. Flanke kommt nochmal, Müller! Schade. Schade. Aber direkt zurückgekommen. Direkt selber eine Chance kreiert. Haben wir da einen Kollegen, den er reinschweißen kann? Toni, ja. Wer ist der Zweite? Ich dachte eben schon, Leon Gosens steht da auch noch. Ja, jetzt wär's aber. Das wär's. Leon Gosens. Das wär jetzt aber. Who the fuck is Leon Gosens? Ja, ich weiß es auch nicht, Digga. Du weißt doch, Volta wissen. Leon Gosens. Ich hab grad an Leon Goretzka gedacht, Digga. Ich war 2 Sekunden weg und der Kollege fabelt mir was von Leon Gosens. Jungs, ich hab meine FIFA-Karriere sieht auch so aus, ich hab jetzt seit ewig keinen Kennen gezockt. Bruder. So, der nächste Biss kommt erstmal, der Toni das Ding reingeschweißt hat. Come on, Junge, auf. Ah, in die Mauer. Okay, dann durch. Ach, du heilige Scheiße. Kriegt er irgendwo einen Anspielpass? Nee, da kommt noch. Na, Ginter macht seinen Job gut. Ja, Ginter kommt gerade noch rein. Ginter gefällt mir wirklich gut. Sehr stark gemacht, ja. Das ist Unschieden von der Halbzeit, wäre schon noch fett, ey. Ja, das wäre gut. Raus auf Gosens jetzt. Gosens. Ja, Pavard stellt sein Bein ran, aber der kommt. Oh, Gnabry nach hinten, Gündogan! Gündogan, Junge. Aus 11 Metern, aber das war auch schwer zu nehmen. Ja, der war. Das war schwer zu nehmen. Sieht nach Abseits aus. Na, Rabiot könnte Abseits sein. Oh, Pfosten. Pfosten. Und vermutlich auch Abseits. Aber hier die 14.500, keine Ahnung. Das könnte man schon ein bisschen mehr Hype machen, aber... Ja. Da müsste das Spiel ein bisschen dazu passen. Ich finde, Havertz ist heute so abwesend. Der, ja, der schon. Der nur darum. Eben, und da kannst du ja einen Werner bringen, da kannst du einen Sané bringen. Gerade eben auch, also am Anfang auch schon im 16er bei uns. Also ja, Flanke kommt, vielleicht Gnabry! Nein, auf, oh Mann. Oben aufs Netz statt ins Netz. Stark gemacht, auf jeden Fall, sehr gut, aber... Boah, der war auch nicht einfach zu nehmen, aber macht er gut. Macht er fast, ne? Tor wäre das Beste, aber macht er fast das Beste draus. Aber dann, ja, konnte er nicht mehr machen, Digga. Das war aufgetitscht und aufs Netz hinten. Ja. Boah. War sehr stark gemacht. Schade, erste wirklich richtig gute Annäherung in der zweiten Halbzeit. Jetzt noch ein Like. Oh, Jungs, das wäre wild. 100 Stück ist schon. Dreistelligkeit ist schon fresh. Jetzt Havertz. Hat mal ein bisschen Platz. Raus auf Kimmich, ein bisschen zu weit. Raus auf Kimmich, Flanke, Kaui, kommt da reingestürzt. Oh nein! Und gerade er, der ist... Oh mein, also ihr müsst euch vorstellen, von links kommt Gosens reingeflogen, räumt absolut, ich weiß gar nicht, wen es war, um. Und der Schuss, der dann eigentlich vielleicht sogar reingegangen wäre, den blockiert Gosens auf der Linie quasi. Ja, und liegt damit im Abseits. Da würde ich Oberschenkel, Hintern... Ins Gesicht bekommen und Yogi schnüffelt. Nein, Yogi. Yogi ist am Schnüffeln. Yogi. Face straight auf dem Boden. Der ist wirklich down gegangen gerade. Ja. Direkt auf dem Boden. Es war schon wirklich aber böse. Also Gosens kam auch schon angeflogen. Also, ne? Natürlich auch mal die große Frage. Generell so ein großes Fußballthema. Wie gehen wir mit sowas um? Ja, definitiv. Sagt man, komm, beiß zu und spiel weiter? Oder sagt man, ey, wir haben genügend Auswechslungen. Wir schützen die Spieler. Vor allem bei Kopfverletzungen. Ja, ja, klar. Ein Riesenthema. So, jetzt gerade jetzt linke Seite, Mbappé wieder gegen Kimmich. Mbappé. Ja, steht. Wir ja schon Mbappé mit dem 2-0, so stark. Abseits. Abseits, let's go. Alter, ich wollte eigentlich gerade darüber abgehen, wie fucking gutes Tor war. Also, ihr müsst aber euch das vorstellen, wie im Spiel bei Bayern gegen PSG damals. Alter, war das gut. Wo er dann auch letztendlich Boateng getunnelt hat. Hier nur im 1 gegen 1 gegen Kimmich. Holy, war das gut. Er steht wirklich 18 Mal auf dem Ball und dann lange Ecke, unhaltbar. Das ist halt wirklich zauberhaft. Zum Glück war es abseits. Die Nummer 10 ist bei uns heute die... Gnabry, okay. Die Gnabry. Mein Gnabry auch nicht so auffällig, hätte ich aber nicht gedacht. Gnabry auch nicht runtergenommen. Wundert mich tatsächlich ein bisschen. Gnabry runter gegen Sané und dann direkt Havertz gegen Werner. Und jetzt dann direkt noch Havertz gegen Sané. Jo, Havertz gegen Sané. Also er geht gar kein Risiko ein. Es sind genau
gleiche Position. Das ist ja positionsgetreu. Da traut sich's nicht, irgendwen Defensiven rauszunehmen. Guck das mal jetzt an, da stehen Flanke halt kommen. Ah, die Flanken Varane, sind nicht gut. Pogba, die hoffen halt auf ihre Konter. Ne? Die hoffen auf einen Mbappé-Sprint oder ähnliches. Ja, jetzt geht's los. Jetzt das könnten sie jetzt vielleicht bekommen. Oh mein Gott, ist der schnell. Ach du heilige Scheiße. Ja, das wird entweder nicht. Aber mehr, stark. Ja, das ist. Nee, das war dann wohl pure Weltklasse von Hummels. Junge, ist das krank gewesen. Der ist schon vollkommen dran vorbei. Und holy shit. Willi Orban hat es nicht so gut gelöst. Und Hummels wirklich mit der Grätsche von hinten. Werner geht das Fall auch nicht. Junge. Lässt viel laufen. Also das war dann wohl scheinbar wirklich eine pervers gute Grätsche von Hummels. Mhm. Mbappé überholt den alten Mann halt komplett im Sprint. Junge, ein Sprint, Digga, aber halt so richtig. Heilige Scheiße. Und dann Grätsche von hinten rein. War bestimmt doch am Ball. Gefallen ist MAP trotzdem, dann war es wohl eine sensationelle Grätsche. Ich meine, für alles andere hätten wir ja einen VAR, aber Spiel läuft weiter. Holy shit, Mann. Der war echt. Puh. Es gibt halt leider irgendwie für mich gerade keinen riesengroßen Anhaltspunkt, worum ich sagen würde, yo, wir machen das 1-1. Nee, wir haben noch 3 Wechsel frei. Wen bringst du jetzt? Ist nur die Frage, ne? Wen bringst also, du? Also, wenn du jetzt wirklich ernsthaft ein 1-1 holen willst, dann muss noch jemand bringen. Ist mir was scheißegal, wen du bringst. Dann bringen Volland. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich finde es einfach wirklich sehr, also so sehr, sehr wenig Bewegung. Es ist, Frankreich macht sehr gut, stellen die Zwischenräume sehr gut zu, aber wirklich. Dummer Fehlpass halt von nichts. Groß, Frankreich bleibt dran, Griezmann, Pogba, halt. Jetzt können sie in Konter laufen. Ja, der ist auch für im Abseits. Ja, Abseits. Ja, er pfeift halt erst 2 Minuten. Ja, Tor für Benzema, aber das Ding war Abseits. Ja, Abseits. Er pfeift halt erst 15 Minuten später, aber das Ding war Abseits. Also kann mir keinem schon sehen, dass er nicht Abseits war. Nee. Sie jubeln immer noch keine Fahne oben, aber wenn das kein Abseits war, Digga. Die standen beide vom Fuß auf derselben Höhe, aber Mbappé war nach vorne gelehnt. Es ist auf jeden Fall eng mit Gündogan da hinten, aber die standen beide auf diesem grünen Fleck von dem, vom Rasen her auf derselben Höhe vom Fuß, aber Mbappé war weiter nach vorne gelehnt, finde ich. Sehr eng tatsächlich, enger als gedacht hätte ich. Da würde ich jetzt mal 3 Meter Abseits, aber es war Abseits. Ja, Volland und Can, danke. Vielleicht einfach 10 Minuten zu spät, aber immerhin. Also Auswechslung 100% zu spät. Ja. 100%. Also wenn du hier auf Sieg gehen willst, also du brauchst hier nicht irgendwie versuchen, da schön noch die Defensive zu halten. Ich meine, du siehst ja gerade, wie das funktioniert. Kannst du jetzt auch einen Müller rausnehmen für vorne, mir egal, der hat nichts gepasst, ganzes Spiel. Ja, okay, ja zurück, komm Müller, bring die eine gute Aktion im Spiel, wir brauchen. Oh, ja, Hand. Ja. Komm, wir kriegen spielerisch nicht hin, dann muss jetzt irgendeiner reinmalen. Oh, ach du heilige Scheiße, Digga. So, jetzt Sané. Guter Ball, Sané. Bleib auch dran, spiel deinen Ball durch. Ja? Volland. Oh, was ist das denn? Was Volland zur Hölle ist das denn? Anstatt den Ball anzunehmen, Mann, Junge, das kann nicht sein. Ey, du hast sogar alle Zeit der Welt, ne? Und haust den so in Richtung Eckfahne. Mix aus Schuss und Flanke, am Ende war es gar nichts. Erstmalig in eine EM-Start mit einer Niederlage rein. Gibt immer ein erstes Mal. Ist jetzt gegen Frankreich, wie gesagt, haben wir ja auch schon oft genug betont, ja, keine Schande. Nein. Also schon okay zu verlieren, aber so wie wir verloren haben, hätten wir nicht verlieren müssen. Ist halt unnötig wie sonst was. Also das ist wirklich ein Unentschieden-Spiel. Frankreich war nicht so überlegen, war immer nach vorne zu ungenau, nicht zwingend genug, nicht die dicken Chancen. Frankreich auch nicht unbedingt. Sie können es sich zugute halten, dass sie 2 Abseits-Tore hatten. Ja. Ne? Definitiv. Aber für Deutschland heißt es jetzt einfach, die nächsten 2 Spiele jetzt gegen Portugal gewinnen. Und also wenn man jetzt gegen Portugal natürlich nicht gewinnt, dann wird es natürlich... Ja, Portugal ist gefühlt Endspiel. Aber es war auch schon vor dem Start gegen Frankreich klar. Weil alle dachten, du verlierst gegen Frankreich. Ja. Alle dachten, du kriegst aufs Maul. Du hast verloren, aber es hast nicht aufs Maul bekommen. Es war wirklich okay. Und es war so oder so klar. Du wirst diese Gruppenphase nicht über das Spiel gegen Frankreich irgendwie schaffen. Nein, schon klar. Gegen Ungarn und gegen Portugal musst du deine Punkte einfach holen, wenn es gegen Frankreich nicht funktioniert. Ja. Ne? Du musst gegen Portugal gewinnen. Vielleicht geht noch ein Unentschieden fit, aber am besten Fall natürlich gewinnen und Ungarn musst du sowieso schlagen. Nächsten 2 Spiele werden es sein und du wirst genau auf letzte Spiel wieder rauslaufen. Ne? Gegen Portugal sehen wir uns wahrscheinlich wieder. Wahrscheinlich wieder genau in der Konstellation hier, würde ich mal behaupten. Ja. Ganz safe.